Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Was steht denn da hinten? Ist das ein Turm? Ich glaube, das ist ein Turm da auf dem Berg, ne? Schaut auch interessant aus. Vielleicht kommen wir da mal hin. Ich wollte nur sagen, wir haben hier ein Dorf der Kleriker gefunden und da ist irgendwie finster. Aber ich sehe, da hinten müsste auch so ein Kleriker stehen. Wird's heller, ich hoffe. Ach so, das sind Minen. Ja, ja. Ist wieder ungesund. Der Ray, der macht zertritt wieder rein, wirst du sehen. Gleich macht's wieder Bumm und dann, ne, fliege ich wieder durch die Gegend. Also ungesund. Jo. Du, würde ich sagen, dass wir hier vielleicht abhauen tun. Aha. Da wird's auch runtergehen. Mit Wolf nicht so wichtig sein. So, was wollen wir machen? Wir dürften normalerweise jetzt zu dem Questgeber da zurück und ihm Bericht erstatten. Also Mad Pop, ne? Können wir machen. Und dann... Also können? Wir machen es einfach, oder? Das ist die Frage, wo sind wir schneller? Ich glaube, da oben, ne? Wenn wir von da darüber laufen, sind wir schneller. Würde ich sagen, gehen wir mal schnell Bericht erstatten. Machen wir immer schön eins nach dem anderen. Vielleicht kriegen wir auch wieder Level Up. Das würde mich sehr freuen. Dann können wir wieder ein bisschen unsere Stärke und unsere Konstitution, also es war früher, glaube ich, mal Ausdauer, ne? Stärken. Das würde mich sehr freuen. Ich renne immer falsch. Ich werde mein Leben lang da... Halt! Boah, ich werde da immer falsch rennen, das wollte ich sagen. Immer. Ich weiß nicht, warum ich darüber will. Ich weiß es nicht. Ich denke immer, das ist der Henker. Ah, wie schlimm. So. Servus, die Herren und die Damen. So. Apropos Schakale, ich hätte gern so einen gezähmten, bitte. Zusätzlich zum Raid, das wäre echt cool. So. Der Metallbob da oben jetzt, ne? Wo ist er denn hin? Metallbob? Ich stehe eigentlich auf ihm drauf. Ist er da unten drunten? Hä? Erzähl ich von hier. Jetzt mach es dich ist besser Acker. Für dich, glaub ja, mir. Ja, ist schon gut. Mein Gott, diese Stresspuzzle. Achso, er muss erst laden. Okay, er muss erst laden. Dann lassen wir ihn laden. Moment, dann schwebt er gerade ein bisschen. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Da fängt man gleich im Sitzen schweben an. Oh Gott, das kann man anders verstehen. So, also, Madpop. Warum nennt man dich Madpop? Na, das darf man nicht machen. Wegen der Gefallen. Bring mir was bei. Die Gefallen. Wegen der Gefallen. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Mhm. Ist das alles oder hast du mir noch etwas verschwiegen? Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Deine Leute werden von ein paar Klerikern unterdrückt. Na, das ist alles. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Selbstverständlich hast du das. Ich wollte nur sicher gehen. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Jo, dankeschön. Er hat noch mehr Gefallen? Wegen der Gefallen. Ah ja, okay. Was steht als nächstes an? Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt der Eifer ja aus allen Poren. Ja. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden. Das verstehst du doch sicher. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Wem schuldest du was? Wem schuldest du etwas? Ace, vielleicht bist du ihm schon begegnet.
Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Denkst du, er hat Betrogen? Und von welcher Summe reden wir? Ah, das untere. Und von welcher Summe reden wir? 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Ui. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Wo treibt sich dieser Ace für gewöhnlich herum? Ja, genau. Wo treibt Ace sich für gewöhnlich herum? Er drückt sich sicher in der Nähe von Chloes Bar im Vergnügungsviertel herum. Sieh also dort nach ihm. Okay, ich mach das. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eine Bombe ist. Naja. Okay. Vielleicht höre ich auch nur die Flöhe husten. So, also Questele, ne? Müllbaron zahlt immer, das machen wir gleich sofortigst auf der Stelle. Das heißt, hier haben wir den Ace und da haben wir den Ablageplatz. Das heißt, wir porten uns mal zum Vor. Jo, bitte. So, eine flotte Drehung. Und zwar hier rein. Ja, ich lerne ja. So. Da drüben ist diese Hütte. Aha, da müssen wir... Aha, da müssen wir zuerst mal hier rauf. Okay. Halt. Da lang. So. Dann hier rüber. Dung, 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 dung. So. Da haben wir einen schönen Müllcontainer. Das ist ein Haus. Ich habe immer irgendwie das Gefühl noch immer, dass es eine Bombe ist. Oh, wir können Brot mitnehmen. Das ist ja toll. Hoffentlich ist kein Schimmel drauf. Was haben wir da drin? Gut erhaltene Konservendose. Enthält konserviertes Essen. Schmackhaft nein, nahrhaft ja. Ja, mehr brauchen wir nicht. Schmecken muss es ja heutzutage nicht mehr. So. Wobei ich echt sagen muss, ich bin so ein kleiner Gourmet. Das gebe ich ehrlich gesagt gerne und wirklich offen zu. Ich mag schon gutes Essen. Boah, wenn ich denke. Mein Freund und ich, ne? Wir waren vor einigen Wochen, ja schon ziemlich lange her, waren wir wieder mal so in unserer größeren Stadt, in unserer Landeshauptstadt, waren wir einkaufen und da habe ich ein interessantes Buch entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe, aber dort habe ich ein Kochbuch von World of Warcraft gefunden. Kostete zwar stolze 30 Euro, aber die Rezepte sind echt geil. Und unser beider Lieblingsrezepte, da gibt es ja mittlerweile schon zwei, sind einmal der Feuerkracherlachs, weil wir lieben Lachs auf, also wirklich abgöttisch. Und bei uns haben wir eben das Glück, dass man auch Bio-Lachs kaufen kann. Der kostet zwar ein kleines Vermögen, aber so alle ein, zwei Monate gönnen wir uns halt ein Stückchen von dem Fisch. Und muss echt sagen, das ist ein Gedicht. Und unser allerliebstes Essen momentan sind die Eberliebchen in Biersauce. Und die sind auch zart und köstlich. Und da kaufen wir uns auch immer so Bio-Riebchen und die sind wirklich, ich darf nicht denken. Aufhören zum Essen denken, ans Essen denken, sonst kriege ich Hunger. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Das haben wir abgegeben. Ich will zu dem einen. Ich laufe dem im Kreis herum, weil ich gerade ans Essen denke. So, also, Entschuldigung. Warten wir uns mal dahin. Jo, bitte. Dann sind wir näher dran an dem Kerl. So, die Bar ist irgendwo da hinten. Glaube ich, da war sie irgendwo. So. Ja, auf jeden Fall, wir möchten noch einige Rezepte probieren. Ich habe auch den festlichen Schokoladenkuchen schon mal gemacht, aber, da muss ich vom Teig her umdenken, weil der einfach zu schwer ist, der Kuchenboden. Die Teige, die beiden, was man braucht für den Kuchen, die sind zu schwer, die drückt mir die ganze Creme immer raus. Jetzt muss ich da immer umdenken. Dass ich einfach nur vom Kuchen, also vom Boden, die einfache Menge mache, also nur 1 statt 2 und
Wieso bin ich jetzt wieder bei dem Haus? Ich bin verkehrt gelaufen, ich Idiot. Ich bin so blöd. Entschuldigung. Ich bin echt doof. Na, das passt schon da drüben. Ich bin einfach nur doof. Falsche Richtung gelaufen. Darüber hätte ich gemüsst. So, ist schon besser. Und siehst du, das passiert, weil ich ans Essen denke. Aber ich muss sagen, geschmacklich ist er halt echt ein Hammer, dieser festliche Schokoladenkuchen. Die Creme auch, die ist doch gescheiter Hammer geschlemmt. Na, das war echt toll. Muss ich wieder machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich dann nur die einfache Tortenbodenmenge machen und die einfach mittig durchschneiden. Dann ist der Ganze nicht so schwer. Und ja, dann drückt sie mir auch die Creme nicht mehr raus. Wieso hat er das getan? Ace, da ist er. Es war so klar. Feuerfaust, Ace, bist du's? Junge, irgendwas ist komisch an dir. Hast du zu viel von Doc Stims in dich reingepumpt oder so? Na, das ist mein Gesicht. Das ist eine lange Geschichte. Was interessiert es dich, wie ich aussehe? Na, lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Dann erzähl sie mir. Am besten spendierst du mir einen, dann kann ich besser zuhören. Bettler sind mir zuwider. Boah, hier, kauf dir was davon. Hier, kauf dir davon etwas. Ah, du gehörst zu den Guten. Das habe ich gleich erkannt. Und die Sache mit deiner Geschichte, die kannst du mir später immer noch erzählen. Denn, naja, weißt du, normalerweise würde ich die Gelegenheit nutzen und dich zu einem kleinen Spielchen überreden. Aber ohne meinen Bruder wird das leider nichts. Hä? Was hat dein Bruder damit zu tun? Ich spiel sowieso nicht. Dein Bruder? Was hat dein Bruder damit zu tun? Er bringt mir Glück. Darum brauche ich ihn. Wenn er dabei ist, verliere ich nie. Verstehe schon, die betrügen die Kleinen. Wie kommst du über die Runden? Wie kommst du über die Runden? Ich gehöre den Läufern an. Das heißt, ich überbringe meistens Botschaften von einem Ort zum anderen. Ungefährlich ist das nicht gerade. Aber ich habe ein System entwickelt, das meine Überlebenschancen steigert. Ich spiele meist mit den anderen Läufern, wer von uns laufen muss. Und dabei schneide ich normalerweise gut bei ab. Na super. Der Müllbaron möchte die Schulden begleichen. Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Er gab mir auch noch eine Kiste mit. Und wo ist sie? Ich habe sie in deiner Hütte abgestellt. Die gehört mir nur zur Hälfte. Die andere gehört meinem Bruder. Aber das nur so nebenbei erwähnt. Soll er sich die Kiste schnappen? Ich bin nur an den Splittern interessiert. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Okay. Ich glaube immer noch, dass es eine Bombe ist. So. Auf mich hört ja keiner. Ja, das da kommt mir gerade bekannt vor. Lässt du das wohl? Warum? Da ist nicht gestanden, dass es verboten ist. Das ist sicher nur ein Rechtschreibfehler. Nein, in Wirklichkeit wäre es immer verboten gewesen. Aber dann hätten sie mich schon verhauen. So, wir haben alles abgegeben, meine ich. Das heißt, wir können zu dem Mad Bob zurücklaufen. Sollen wir gleich laufen? Laufen wir gleich, oder? Ist nicht so weit. Außerdem haben wir unser Jetpack. Da sind wir noch ein Stückchen schneller. Hui, der Car! Dop, dop. Dum, dum, dum. Und dann sprinten wir los. Servus, die Herren. So, und ho, ruck. Und da sind wir auch schon. Bei seinem Thron. Servus, Herr Mad Bob. Wegen dem Gefallen. Wegen der Gefallen? Du kannst den zweiten Gefallen als erledigt betrachten. Du kannst den zweiten Gefallen als erledigt betrachten. Darauf habe ich gewartet und du kommst genau richtig. Wenn ich richtig informiert wurde, dann ist unser Überraschungsgast soeben eingetroffen. Und er wird sicher einen Blick auf das Präsent werfen. Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird? Was war in der Kiste drin? Ja, das obere. Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird?
Er wird nicht die Zeit haben, darüber zu entscheiden. Mhm. Wie darf ich das verstehen? Hör einfach genau hin. Ja. Ja. Ja, war klar. Was war das? Das war meine Überraschung. Spade ist gerade vor Freude in die Luft geflogen. Ja. In der Kiste war eine Bombe? Exakt. Und das hat das Schwein wohl auch gemerkt. Das war gute Arbeit von dir. Das war absolut logisch. Es war sonnenklar, dass das passiert. Du bist krank. Ich will bezahlt werden. Ja, das untere. Ich will bezahlt werden. Wie ich schon sagte, ich zahle immer. Oh, die Kälte ist gestiegen. Und es steht dir frei, die Hütte zu beziehen. Auch wenn sie jetzt stark renovierungsbedürftig sein sollte. Oh, Bob, also manchmal... Sprich dich ruhig aus. Lass gut sein. Na dann, gehen wir lieber unseren Weg. Toll, das heißt, wir haben jetzt eine Hütte hier, ne? Ich bin gerade sprachlos. Die war jetzt irgendwo da oben, ne? Boy. Ja, ich habe gesagt, die haben beschissen. Ah, die hätten sich das... Ja. Boah, ey. Echt ein bisschen hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht könnte man jetzt sagen, selber schuld. Aber trotzdem, ich finde das schon ein bisschen... Boah. Schauen wir uns doch mal unser neues Zuhause an, ne? Stark renovierungsbedürftig. Der ist fetzen hin. Oh, schau mal. Boah, ey. Stark renovierungsbedürftig. Naja, wenigstens ein Bett steht noch. Ja. Boah, ey. Da weiß man gerade nichts zu sagen. Echt nicht. So, nächste Quest würde ich mal vorschlagen. Und zwar... schwerwiegende Verluste. Ach ja, das ist schon das mit der Waffe, ne? Waffe gestohlen, er will sie wieder haben. Passt, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn da hin? Da runter. Da ist man am schnellsten, wenn wir uns hier hinporten. Naja, eigentlich da hinporten und schauen, dass wir runterschweben können und dann hinlaufen. Aber hier können wir die Straße nutzen. Wir müssen vielleicht hier doch schneller sein. Schauen wir mal. So, ein paar Minütchen haben wir noch. Und wir müssen einfach der Straße lang. Da vorne sehe ich schon eine Pestratte. Die kommt uns super gelegen, weil wir brauchen Erfahrungspünktchen. Wobei ich noch gar nicht nachgeschaut habe, wie viel uns jetzt noch fehlt fürs nächste Level ab. Wahrscheinlich wird mir schlecht gleich. Ach du Heilige. Ah, warte, wir haben 12 Punkte. Okay. Wir haben, glaube ich, auch schon eine Waffe. Ne? Wir haben hier die hier. Was haben wir da? Ach so, für den Schrotschild müssen wir noch 20. Ach so. Entschuldige, ich dachte, das grunzt mich jetzt also von der Seite blöd an. Da ist jetzt die Pestratte. Ray, du darfst auch mal. Ray? Ray? Wo ist Ray? Hallo? Warum seit wann sind wir ohne Ray unterwegs? Alter. Jawohl, da ist er. Ja bitte, das ist sehr nett. Das warte ich schon die ganze Zeit. Ich habe mir gerade nicht ausgeguckt, wo der Ray hin ist. Da, zack, zack. Oh, und hin ist sie. Sehr gut. Boah, ey. Ich muss mal was essen. So, machen wir gleich 5, 6, das müsste mal passen fürs erste. Puh. Okay, das heißt, wir tun wieder speichern. Wieder mal, das erste Mal, ne? In diesem Part. So, der Part ist auch zu Ende. Na toll, dann würde ich sagen, wir schauen uns da drüben noch um bei dem Gebäude, bei diesem Baum. Na, ist kein Baumhaus. Schaut nur auf den ersten Blick so aus. Könnte aber wieder eine Falle sein hier, ne? Ich glaube, hier wohnt wieder irgendein Xindl.
Werden wir gleich sehen. Kann man hier noch rauf? Ah, da steht gleich was, ne? Würde ich sagen, klettern wir hier noch rauf und dann schauen, was wir da oben haben und dann beenden wir den Part. Da dürfen wir doch hoffentlich auch sicher sein. Jo. Eine Öllampe! Super, das hat sich ausgezahlt. Ach ja, und hier Mana-Trank und starker Elex-Trank. Ja, das hat sich doch ausgezahlt. Darf man nicht schimpfen eigentlich. Ich würde gerne die Leiter benutzen. Ich wollte eigentlich oben aufhören zum... Ja, ist egal. Machen wir es dann jetzt gleich. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. So, ich kletter da mal runter. Zack, zack, genau. Das war's wieder für heute. Wir werden uns hier noch ein bisschen umschauen. Hier schaut es menschenleer aus. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere brauchbare Teil. Und dann werden wir versuchen, diese Waffe zu kriegen. Jo, im nächsten Part. Genau. Ihr Lieben, das war's, wie gesagt, wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!